Ach ja, also Gold werden wir echt keine Probleme haben, aber die Goldsachen können wir auch erst mit der neuen Forschungsmaschine benutzen. Die Goldwerkzeuge, gibt es die überhaupt noch? Ja, gibt es. Ein Alchemical Engine. Vier Steinblöcke. Hey, Moment mal. Drei Steinblöcke. Sechs Steine. Tada. Achso, wir müssen da stehen. Okay. Und super. Goldwaffen, Goldwaffen, Goldwaffen. Werkzeuge meine ich natürlich. Wir brauchen mehr Gold. Wir haben mehr Gold. Wir hätten gerne eine goldene Axt. Da wir hätten gerne eine goldene Pickaxe. Ah. Vier Stöcker. Das haben die aber auch erhöht, oder? Oh. Das gab nur zwei Gold. Hängt das jetzt vom Gegenstand ab oder davon, wie oft man ihm schon was gegeben hat? Oh, Samen. So, hier kommen jetzt unsere ganzen Vogelfallen hin. Eins, zwei. Und wir gehen weiter auf Stöckchenjagd. Hier unten sind jede Menge Spinnen. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Obwohl, nein, das wäre ein Fehler, denke ich. Wir schmeißen einfach gleich unsere Rüstung über und dann gehen wir die an. Solange es noch keine Dreier-Stockwerk-Dinger sind. Genau, die müssten okay sein. Also, Rüstung. Hierher, das Gelbe bei. Der springt aber gar nicht mehr. Oh, das ist praktisch. Also, dass er nicht mehr springt. So. Ich könnte mir jetzt Schweinejungs holen, aber ich behalte das Fleisch lieber. Oh, die springen doch noch. Okay. Na komm, geh zurück. So, komm schon. Killer Wilson, Killer Wilson. Sehr gut, sechs Stück Fleisch. Und hier nochmal gutes Fleisch. Zack. Du bist tot. Du bist tot. Oh, gleich neue Samen. Sehr schön. Die stellen wir da auf. Das geht echt super schnell, sobald man Samen reintut. Nur schade, dass es halt ohne Samen nicht so gut läuft. Also fast gar nicht. Aber sonst wäre es halt zu überpowered. Na gut, ich würde noch gerne meinen Rucksack aufheben und das Spinnenei zu Ende kaputt machen. Lauf, lauf, lauf. Ja. Dich bringen wir um. Dich auch noch. Und jetzt dürften keine Spinnen mehr drin sein. Genau. Stirb, 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 stirb. Rucksack. Alles einsacken. Und weg hier. Da unten ist noch was. So. Das Spinnei müssen wir zwar eigentlich auch noch zerstören, aber das mache ich ungern mit so wenig Rüstung noch und so wenig Lebenspunkten. Hier unten irgendwas reingegangen? Nö. Aber die Feder nehmen wir mit. So, das Ding decke ich jetzt auch mal auf. Also mit den Spuren habe ich noch nicht ganz verstanden. Irgendjemand meinte, man sollte einfach der Richtung der Spur folgen, aber ich denke nicht, dass der Elefant hier rüber gesprungen ist. Also ja, Elefanten können auch schwimmen, aber also trotzdem komisch. Na gut, wir wollten den Kochtopf eigentlich bauen, ne? Dafür haben wir aber keine Stickies. Wir brauchen echt Dünger. Oh, wir konnten noch die Schweine füttern, oder? Aber da braucht man, glaube ich, Samen für. Das ist alles so knapp momentan. Ich glaube, ich laufe mal wieder eine Nacht durch. Aber mit so wenig Lebenspunkten ist das doof. Aber ich
ich würde mal ganz gerne wieder etwas weiter weg von unserer Basis kommen, um neue Ressourcen einzusammeln. Aber wir hängen hier ja quasi fest auf dieser Halbinsel. Oh, da ist ein Samen. Sehr schön. So. Wir können zu dem Wurmloch laufen. Hoffen, dass wir unterwegs noch irgendwas finden an Stöckern oder Samen. Und dann in einem anderen Basislager diese Nacht schlafen. Und dann morgen vielleicht da irgendwo irgendwas Praktisches finden. Wie Stickies zum Beispiel. Und ich glaube, die sack ich auch gleich mal ein. So. Und baue sie dann irgendwo in der Nähe von unseren Basen wieder auf. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwann genug Dünger dafür haben. So, da ist noch einer. Und es wird schon gleich wieder dunkel. Nee. Blumen kommen auch mit. Alles Lebenspunkte. So, lass Samen da. Sehr schön. Lass Samen da. Hm. Oh, stimmt. Mit den Schmetterlingen war auch noch irgendwas. Die sollte man mal fangen gehen. Wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt. Bräuchten wir erstmal so einen Oh, hier liegen ja Steine auf dem Boden. Sehr schön. Kohle verfeuern? Nö, Gras verfeuern. So. Hier ist ja echt nicht viel. Das war ja auch nur so ein Zwischenlager. Das eigentliche Zweitlager war da. Okay. Was machen wir denn mal hier? Wir haben hier keine Forschungsmaschine und ich wollte auch eigentlich keine bauen. Aber sonst zu viele Ressourcen verballern. Sonst ist hier nichts zum Aufheben. Ja, toll. Oh, Samen. Tja, diese Nacht werden wir nicht besonders viel zu tun haben. Oh, da sind noch Stickies. So. Ha. Mit den Wurmlöchern kann man bestimmt tierisch viel Unsinn machen. Fällt mir gerade mal so auf. Also einmal, wenn Wölfe kommen, kann man einfach reinlaufen und dann ist man quasi sicher, weil man woanders ist. Die Wölfe sind dann immer noch an einer Basis, aber nee, man ist erstmal am Leben, das ist schon mal wichtig. Und man könnte theoretisch auch in der Nacht immer wieder hin und her springen, weil es dauert ja eine Weile, bis man im Dunkeln Schaden bekommt. Ah, das wäre echt eine absolute Notlösung, aber man könnte theoretisch dann reinspringen, kommt auf der anderen Seite raus, läuft 5 Sekunden im Kreis, springt wieder rein. Das sieht bestimmt tierisch albern aus, aber um zum Überleben macht man schon komische Sachen. Die normalen Fallen waren eigentlich nur für die Hasen, ne? Nee. Einmal noch Kohle reinschmeißen. Ich glaube, ich riskiere mal den Baum hier umzuhauen. Dann haben wir wenigstens etwas diese Nacht geschafft. Und ich höre Spinnenbeine. Das ist gar nicht gut. Alles aufheben. Das buddeln wir auch nochmal aus. So. No. Hörte sich gerade an, als wenn die Spinne recht nah gewesen wäre. Hm. Okay. Dich bauen wir noch hier an. Hunger sieht. Oh, wir können das Essen verkochen. So. 1, 2, 3. Lebenspunkte sind fast voll. Das heißt, wir können auch ein bisschen Monsterfleisch essen. So, sehr schön. Also ja, es lohnt sich auf jeden Fall zwischendurch die Spinnen anzugreifen. Allein schon wegen dem Fleisch. Käfernetz. Brauchen wir nur ein Seil für. Oh, das ist doch schick. Das machen wir doch gleich mal. So. Ah, brauchen wir eine Maschine für. So, du solltest ja eigentlich angebaut werden. Und ich glaube, ich husch mal da lang und sammle die ganzen Stöcke ein. Ja, hier ist doch gleich viel besser. Also bei den Schweinen ist es zwar relativ sicher, aber es ist halt auch nervig, weil sie das Essen wegfuttern. Und wir haben kaum noch irgendwelche Ressourcen, die wir gebrauchen können in der Nähe. Bei den Bienen fällt mir auch gerade was ein. Es gibt doch diese Bienenminen. Die müssen wir uns auch mal anschauen. Weil die Bienen selbst sind ja eine erneuerbare Ressource. Nur die
Bienenwaben sind das Problem. So, zack. Kein Platz mehr. So. Hier ist auch schon wieder Ende. Also ja, es ist schön, dass es nicht mehr so viele Inseln an der Perlenschnur sind, aber das hier ist auch ein wenig doof. Überall diese riesigen Halbinseln. Ich würde gerne mal so 5 bis 15 Minuten einfach in eine Richtung laufen können, ohne Wasser zu treffen. Das wäre schön. So, dich nehmen wir auch mit. Dich noch. Du wirst gleich gegessen. So, gucken wir noch kurz da unten die Ecke. Und danach sollten wir auch in irgendein Lager zurück, wo es eine Forschungsmaschine gibt. Allein schon, um das Käfernetz zu erforschen. Oh, hier scheint größer zu sein. Oh, und Sumpf. Sumpf und Spinnenschleim auf dem Boden. Das ist ja super langsam. Aber ich habe irgendwie noch keine Tentakel gesehen. Ich sollte es nicht heraufbeschwören. Einfach weiterlaufen, weiter sammeln. Dich nehmen wir auch noch mit. So, wir sollten nicht zu weit weggehen von unseren Basen. Denn wir haben nicht genug für ein Steinlagerfeuer dabei. Aber für so ein normales müsste es eigentlich reichen. Jo, ein kleines Campfeuer könnten wir machen. Oh, drei Stickies. Oh, langsam reicht das eigentlich schon. Wir haben denn 17 Büsche. Brauchen wir echt nur noch den Dünger. Und da können wir einfach irgendwas zu essen auf den Boden schmeißen und schlecht werden lassen. Oh, Schaufel ist kaputt. Nee. Also ja, irgendwas auf den Boden schmeißen oder irgendwo lagern, es schlecht werden lassen. Und diese Bälle, die beim Schlechtwerden rauskommen, die kann man wohl auch als Dünger benutzen. Und das ist mal eine wichtige Information. Gerade wenn man später Überschuss an bestimmten Essenssachen hat. Was, ich denke mal, nicht so schnell vorkommen wird. Jedenfalls in diesen neuen Spielen nicht. So, zu welcher Basis wollen wir denn? Zu der da oben eigentlich ganz gerne. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Obwohl, ja doch, wenn wir uns beeilen und nicht zu sehr ablenken lassen, dann passt das. Aber ja, zwischendurch Sachen einsammeln muss ich trotzdem. Oh, Hase? Nein, Hasenjagen dauert definitiv zu lange. Oh, Babyjacks. Hier sind wir schon mal richtig. Ja, ich weiß. Du bist aggressiv, wenn Babys da sind. Aber schön, dass sie so weit unten sind. Also ist zwar nur eine Familie bisher gewesen, aber mit etwas Glück breiten sie sich ein bisschen aus und hinterlassen dann überall schönen Dünger. Auch in der Nähe von unserer ersten Basis. So. Und ja, das ging definitiv schneller, als ich gedacht hätte. Oh, und hier sogar Stein. Wir haben nur keine Pickaxt. Ja, wir müssen definitiv im neuen Lager unser Inventar ein wenig ausmüllen. Und eine Kiste bauen, oder zwei. So, so. So, die Sticky-Büsche. Sollten wir pflanzen und nicht auf den Boden schmeißen. So. Kann man die wieder ganz nah nebeneinander bauen? Nein. Aber näher als vorher. So. 9 Stück reichen erstmal. Die anderen bauen wir dann zur anderen Basis. Das Gras nehmen wir auch noch mit. Für heute Nacht zum Verfeuern. Den Baum können wir auch noch hacken. Essen tun wir heute Abend das Monsterfleisch. Und dann erforschen wir noch was. Ja, sehr gut soweit. Zack, 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 zack. Bisher noch kein End. Das ist schon mal gut. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ja, es wird spät. Tanzapfen bauen wir auch gleich an. Nicht, dass ich sie nachher wieder verfeuere und wir kein Holz später mehr haben. Das wäre nicht so toll. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Monsterfleisch. Eins. Zwei. 131, sehr gut. Dann wollten wir das Fangnetz erforschen. Hier. Fangnetz. Sehr gut. Und wir wollten eine Kiste bauen. Dafür brauchen wir eins, zwei, drei Bretter. Das Holz können wir neu stapeln. Sehr schön. Und Kiste. Eine Kiste hier. Auch wenn ich die Idee nicht so toll finde, zwei richtige Lager zu haben. Also eigentlich sollten wir uns mal entscheiden, welches wir benutzen. Das da unten bei den Schweinen, wo sie uns durchgehend das Essen klauen. Oder hier oben. Wobei hier oben ist mir zu weit abseits. Weil das sind ja alles hier Halbinseln. Also das ganze Gebiet hier ist alles eine Halbinsel. Mit dem einzigen Punkt als Zugang. Also wenn, sollten wir das hier abreißen und hier unten wieder aufbauen. Allgemein wäre, glaube ich, hier ein richtig guter Punkt. Dann können wir zu dem einen Wurmloch, zu dem anderen Wurmloch und haben hier auch noch überall Gebiete, die wir aufdecken können. Hammer bauen. Können wir Hammer bauen? Hammer, zwei Seile. Zwei Seile, das ist machbar. Auch wenn ich mir das hätte vorüberlegen sollen. Denn jetzt haben wir gerade die Ressourcen für die Kiste verschwendet. Aber ist ja nur Holz. Zack, zack. Zwei Bretter kriegen wir wieder zurück. Oh, besser als nichts. So, Forschungsmaschine. Zack, 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 zack. Schon ist es ruhig. Das Feuer mache ich jetzt mal nicht kaputt. Da warte ich bis zum Morgen. Ganz so schusselig bin ich dann auch wieder nicht. Sind irgendwo vielleicht Fireflies, die man einsacken könnte? Nee, leider nicht. Jedenfalls nicht so nah an der Basis dran, wie wir es bräuchten. Oh, noch ein bisschen. Eins, zwei, drei. Nachwerfen, sehr gut. Irgendwo noch Gras oder Stickies oder so? Nö, nix. Gar nix. Also ja, ärgerlich. Aber na gut, also was machen wir morgen früh? Morgen früh reißen wir das Lagerfeuer ab, laufen hier runter und bauen hier das Lagerfeuer und die Forschungsmaschine wieder auf. Und dann gucken wir weiter. Dann werden wir nach und nach das Lager erstmal richtig ausbauen. Also eventuell schon Mauern, Farmen aufbauen, mindestens vier Kisten. Zwei für Bio, zwei für Nicht-Bio, so wie auf unserer alten Karte halt auch. Und dann möglichst schnell eine Fleischstatue. Also bald Wilson seinen 3-Tage-Bart bekommt, was ja nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Na gut, speichern wir erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.